Ehrenstyle 2006. Wir sind mittendrin zum zweiten Mal hier in München im Olympiastadion. Und das, was heuer auffällt, ist dieses Riesending hier hinter mir. Das ist die Schanze, wo die Snowboarder drüber springen. Und die ist heuer auf jeden Fall höher als im Vorjahr. Das heißt, die Snowboarder springen höher, nicht mehr so weit, aber dafür umso spektakulärer. Und was auch auffällt, ist, dass viel mehr Menschen da sind als letztes Jahr und dass auch die begeisterter sind als im Vorjahr. Sau geil hier, super Stimmung, super, besser als letztes Jahr. Warum glaubst du, dass es besser ist als letztes Jahr? Ja, alles, die Bands sind besser, die Fahrer fahren viel besser als letztes Jahr, es ist wirklich cool. FM4 ist dabei, FM4 sagt ja zu Snowboard. FMX, obwohl, also letztes Jahr war es ja mir in den Mittelpunkt geholt. Snowboarder, Billy Talent, Melbourne, die FMX-Fahrer. Und wegen was seid ihr hergekommen? Billy Talent! Das große Finale der Snowboarder ist vorbei, es gibt einen Gewinner und das ist der Amerikaner Travis Rice. I don't know the experience 2006. I mean, I can't really put it in words, if you know what I'm saying, but it doesn't get any better than this, for real. There's moments like this that I trip out on the life I lead sometimes, so I'm fucking grateful. Bei realen 4 Grad und wahrscheinlich eingebildeten minus 20 Grad wärmen jetzt sieht hoffentlich noch meine eingefrorenen Finger und Zehen auf und beenden ein Ehrenstyle 2006, das vor allem durch wahnsinnig tolle Sprünge der Rider punkten konnte und einer sehr positiven Festivalstimmung.